Der Sozial- und Gesundheitssprengel Stumm und Umgebung war eigentlich eine Gründung, die wir aufgrund der Notwendigkeiten der damaligen Zeit durchgeführt haben. Und dann habe ich natürlich das große Glück gehabt, Leute mit kennenzulernen, insbesondere unseren jetzigen Obmann, Direktor Albert Muick, der von Anfang an dann diese Idee mitgetragen hat und dann im Sozialsprengel dies letztlich dann gemacht hat. Wir haben dann damals die Statuten entworfen. Ich kann mich noch gut erinnern, es hat uns damals der Herr Ministerialrat Dr. Max Margreiter, mein Schwager, geholfen. Und ich habe hier die Statuten vor mir und ich kann sagen, alles das, was wir damals im Jahr 1985 statutenmäßig festgelegt haben, ist verwirklicht worden. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Erfolg. Der Gesundheits- und Sozialsprengel Stumm und Umgebung feiert im Jahr 2010 sein 25-jähriges Bestehen. Die Gemeinde Stumm mit 1825 Einwohnern, Stummerberg mit 819, Aschau mit 1758, Kaltenbach mit 1354 und Ried mit 1244 Einwohnern bilden den Rahmen für ein engagiertes Team rund um den Obmann Direktor Albert Muick. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von medizinischer Betreuung, Heim- und Haushaltshilfe, Beratungstätigkeit, Verleih von Pflegebehelfen bis hin zu Essen auf Rädern. Guten Morgen alle miteinander. Das ist eine wöchentliche Mitarbeiterbesprechung. Ein paar Sachen habe ich wieder für euch. Falls ihr es irgendwas habt, könnt man das heute nachher alles besprechen. Ich bin die Barbara. Ich bin Diplom-Krankenschwester und pflegerische Aufsicht im Sozialsprengel in Stumm. Bin seit 6 Jahren tätig. Meine Tätigkeiten umfassen neben der Pflege auch noch einige administrative Aufgaben, und zwar vor allem Dienstplangestaltung für die Mitarbeiter, Dienstpläne abrechnen. Ein wichtiger Punkt in meiner Aufgabe ist auch die Aufnahme von neuen Klienten. Und zwar ist uns das ganz wichtig, dass wir die erste Kontaktaufnahme beim Patienten zu Hause machen, weil in der gewohnten Umgebung die Leute sich einfach viel wohler fühlen. Guten Morgen, grüß dich, ich bin die Barbara von Sozialsprengel Stumm. Ja, ich bin der Karl. Jetzt habe ich Kontakt mit uns aufgenommen und jetzt darf man gerne ein paar Sachen fragen und miteinander ausmachen, wie man das jetzt am besten macht als miteinander. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit unseren praktisch niedergelassenen Ärzten im Sprengel, vor allem weil wir eben medizinische Hauskrankenpflege anbieten und da braucht man vom Arzt oder vom Hausarzt eine Anordnung und das wird dann von uns mit der jeweiligen Krankenkasse abgerechnet. Die Tätigkeit im Sprengel macht mir viel Freude, vor allem eben der Kontakt mit den Patienten und es ist auch immer wieder eine Herausforderung. Grüß dich, ich bin die Alexandra, bin seit 2 Jahren beim Sprengel, bin Pflegehelferin. Ich fühle mich ganz wohl beim Sprengel, es lässt sich gut mit der Familie vereinbaren, mit den Kindern, von der Arbeitszeit her. Mein Aufgabenbereich ist der, dass ich die Klienten, Patienten in der Pflege unterstütze, in der Grundpflege und ihnen beim Ankleiden, Anwaschen, was halt immer anfällt, eincremen, einfach Unterstützung gebe. Bevor ich zum Sozialsprengel gekommen bin, war ich Kellnerin. Das hat mir nicht so taugt und dann habe ich es einmal ausprobiert, bin ein paar Nächte bei einer alten Dame gewesen und dann habe ich gesehen, das ist das, was ich machen möchte und dann habe ich die Ausbildung gemacht in Innsbruck und das gefällt mir einfach.
bin die Hülva Petra, arbeite beim Sozialsprengel. Bin zuständig für die Heilbehelfe, für Betten, Rollstuhl, Klostuhl, zur Reinigung. Gehe mit den Leuten einkaufen, mache einen Haushalt, wie Staubsaugen, Putzen, Fenster putzen. Und es ist mittags voll über den Sprengel. Ich bin der Erwin und bin seit 2002 beim Sozialsprengel Stumm und Umgebung. Ich bin zuständig für die Auslieferung der Heilbehelfe bzw. auch der Reparaturen der Heilbehelfe. Das sind Pflegebetten, Rollstühle, WC-Stühle. Es macht mir sehr viel Spaß und ich komme viel unter die Leute und sehe, dass ich da irgendwie ein bisschen helfen kann. In Zusammenarbeit mit der Firma Empel in Kaltenbach bietet der Gesundheits- und Sozialsprengel Stumm und Umgebung die tägliche Zubereitung und Hauszustellung von warmen Speisen im Rahmen von Essen auf Rädern an. Betagte, Behinderte, Kranke oder auch aus sozialen Gründen betreuungsbedürftige Menschen, die nicht in der Lage sind, sich selbst eine warme Mahlzeit zuzubereiten, kommen in den Genuss von Essen auf Rädern.